Ja Leute, herzlich willkommen bei Bio78 Television. Heute mal ein Video aus eigener Sache. Und zwar geht es heute mal um Herrenrasiergeräte. Und zwar seht ihr hier diese zwei Rasierer. Da sind 10 Jahre Unterschied. Das ist die Braun 7er Serie und das ist die 9er Serie. Mittlerweile aber ein Auslaufmodell. Eigentlich war ich mit dem sehr zufrieden. Den habe ich jetzt 10 Jahre lang gehabt. Der hat allerdings das Problem gehabt, dass die Scherkopf also getauscht wird, die ist schon wieder 18 Monate alt oder sogar noch älter. Ich tausche den nicht immer dann, wenn es sein soll. Dann habe ich mir einen neuen gekauft für 30 oder fast 40 Euro, habe den raufgesteckt und siehe da, hat nicht mehr funktioniert. Der hat also richtig gescheppert. Also es hat sich gar nicht gesund angehört. Mit dem alten Scherkopf hört er sich noch gut an, aber mit dem neuen habe ich dann auch einen zweiten neuen, eine neue Scherfolie ausprobiert und hat leider nicht funktioniert gehabt. Ja. Dann habe ich mir Series 5 gekauft, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn der nicht mehr funktioniert, dann muss er weg. Mit dem war ich leider gar nicht zufrieden. Der war total, ja, der hat total unsauber rasiert. Und dann bin ich zum Müller ins Donau Einkaufszentrum gefahren und habe den Series 9 gesehen für 189 Euro. Auslaufmodell, Sonderangebot. Der ist jetzt nagelneu unbenutzt. So schaut der dann aus. Und Rasierergebnis kann ich noch nicht sagen. Ich habe ihn schon einmal ausprobieren dürfen, woanders. Und da war er wirklich hervorragend. Ich wollte euch das jetzt bloß einmal zeigen. Der Series 9 Wet and Dry. Allerdings ist das auch ein Auslaufmodell. Es war keine Reinigungsstation nicht mit dabei. Die brauche ich ja jetzt nicht unbedingt. Ich habe den auch nur immer in die Reinigungsstation reingemacht zum Aufladen. Ich zeige euch jetzt einmal kurz die Unterschiede für den Fall, dass irgendjemand noch den guten. Meiner Meinung nach war das der beste Rasierer von Braun überhaupt. Der Series 7. Auf jeden Fall, dass den irgendeiner ebenfalls langsam der Geist aufgibt und sich damit den Gedanken spielt, die 9er Serie zu kaufen. Ja, zeige euch mal kurz die Unterschiede. Also der 9er ist definitiv leichter wie der 7er. Fühlt sich ein bisschen mehr plastikhaft an, aber ist von der Verarbeitung her wirklich gut. Also ich muss sagen, ich kann das da nichts sagen. Also gut, der 7er ist definitiv schwerer, aber der 9er ist leichter und meiner Meinung nach wesentlich leiser. Ja, wenn man sich das mal anhört, ist der 7er und ist der 9er. 7er, 9er. Also der ist irgendwie angenehmer. Hat da vorne auch so ein Display drin, sieht man natürlich in der Sonne schlecht, wo man dann den Akkuladestand sieht, wann man reinigen soll, wann man die Klingen wechseln soll. Der 7er hat hier die vorne, sieht man hier, den. Ja, Koteletten drin oder was ist denn, Langhaarschneider drin. Und der 9er hat ihn hier hinten drin. Ja, kann man dann hier so ausfahren mit diesem Griff. Ja, wenn man sich mal die Scherfolien anschaut, Unterschied, kann man sehen, die 9er ist wesentlich breiter. Wobei ich da dann einmal schauen muss, ob man da mit ihrer breiten Scherfolie dann auch wirklich sauber unter die Nase hinkommt. Ja. Also wie gesagt, der 7er war bis jetzt mein absoluter Favorit. Und ob der 9er dann jetzt endlich anknüpfen kann, das wird sich zeigen. Da werde ich dann wahrscheinlich noch mal ein Video zu machen. Muss mal, dass ihr mal die beiden im Vergleich seht. Auf jeden Fall, dass irgendwer schon einen 7er hat. Und dann eben, weil er kaputt ist oder sonst was, auch auf den 9er umsteigen will. 7er, wie gesagt, hat bei mir eine Reinigungsstation dabei gehabt. Der 9er nicht. Brauche ich nicht. Beide Rasierer werden geliefert. Quasi hier mit so einer Tasche. Ja, die vom 7er, die ist noch unten so beledert. Ein bisschen stabiler. Und die vom 9er ist halt einfach unten so ein Stoff. Ja. Also nicht mehr ganz so hochstabil. Ja, ansonsten gibt es da noch nicht allzu viel zum Song drüber. Wie gesagt, der hat dann hier unten so ein Display drin, wo man dann sieht, das ist die 7er Serie, wann er gereinigt werden muss und wie der Batterieladestand ist. Das ist also hier unten drin. Und beim 9er ist es dann hier. Schauen wir mal. Hier sieht man dann die Displays, ob man das dann sieht. Ja. Dann kann man das ebenfalls auswechseln. Einfach hier abziehen. Schaut dann identisch aus wie beim 7er, aber der ist wesentlich leichter. Ja. Vom Aufbau her identisch, aber wesentlich breiter. Links und rechts drücken. Dann setzt man den hier wieder auf. Das sind die Klinge, wenn man so schaut. Die fährt also auch jeder Unebenheit entlang. Also das ist einfach ein Braunprodukt. Wie gesagt, zum Rasierergebnis kann ich nichts sagen. Ich habe ihn erst einmal ausprobiert. Das war damals so eine Werbeveranstaltung und da war er wirklich gut. Ja, nochmal Blick in die Klinge.
Hier nochmal der alte, der 7er. Alles war also wirklich ebenfalls hier einer meiner Favoriten. Ja, wie gesagt, das wollte ich bloß mal kurz euch gezeigt haben, für den Fall, dass irgendwie ebenfalls einen neuen Rasierer braucht. Und vielleicht sogar zufälligerweise den 7er hat und dann auf den 9er umsteigen will. Bloß, dass das immer 6 wird gesagt, der ist wesentlich leichter und auch wesentlich leiser. Ist ja bei manchen auch immer so ein Kritikpunkt, dass die Rasierer so laut sind. Kann man übrigens auch hier den Scherkopf fixieren. Egal wie der steht, schiebt man einfach hier runter, dann ist er festgemacht. Ja. Mit diesem Schalter hier. Also wieder locker und hier, dann ist er wieder fest. Ja, wollte euch bloß einmal kurz diese zwei Rasierer vorstellen. Zum Rasierergebnis kann ich nichts sagen. Da werde ich dann nochmal nach einem Jahr Review machen, ob er denn auch so haltbar ist von der Scherfolie her, weil die kosten nämlich auch schon über 40 Euro. Das ist schon gigantisch. Zeige ich euch nochmal in der Sonne, was ihr schon seht. Das ist die Serie 9, mittlerweile ebenfalls Auslaufmodell. Hier hinten ist dann der Langhaarschneider drin. Dann nochmal so. Ja, und das ist mein alter, den ich trotzdem sicherheitshalber mal aufhebe. Also der ist schon wesentlich schwerer und kompakter, kommt mir der vor. Und ein bisschen griffiger vielleicht. Und wesentlich kleiner wie der 9er. Ja, das war es einmal kurz zu der Vorstellung und zu den Unterschieden vom S9. Beziehungsweise beim 7er kann man dann hier nur die Rasierstärke anpassen. Hier schaltet man ihn ein. Das kann man bei dem allerdings nicht. Da gibt es einfach ein und aus. Ja gut, das war es jetzt einmal im Großen und Ganzen. Wie gesagt, nach einem Jahr gibt es da nochmal einen kleinen Vergleich von mir, wie er sich dann letztendlich geschlagen hat. Vielleicht kann ich einen anderen vielleicht helfen euch mit der Entscheidung. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, einfach unter das Video. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.